Hallo und herzlich willkommen zu einem außergewöhnlichen Video diesmal. Und zwar geht es um Neuigkeiten, und zwar von Urban Games. Da ist heute der Gameplay-Patch angekündigt worden, was ich sehr toll finde, was uns da erwartet. Und ihr seht jetzt gerade die Seite. Und hier seht ihr schon, endlich wird es dann Wegpunkte für die Straßenfahrzeuge geben. Das ist war wohl das meiste, was von den Spielern gewollt wurde. Und jetzt kommt es tatsächlich ins Spiel rein. Der nächste Punkt ist, dass manuelle Wahl des Terminals bei allen Haltestellen, das kommt natürlich meinen Mods zugute. Dann gucken wir mal hier rein. Ich habe das Spiel einmal aufgemacht. Und Bushaltestelle wollte ich jetzt schon sagen. Mein Busbahnhof mit 10 Bussteigen. Wenn die Beta erfolgreich läuft, ich werde mich natürlich an der Beta beteiligen. Und wenn es dann noch Fehler gibt, werde ich natürlich die oder beziehungsweise den Busbahnhof natürlich so anpassen, dass ihr für jede Linie jeweils den Bussteig anwählen könnt. Finde ich super. Da war ich schon dem Patch eigentlich voraus, dass ich den Busbahnhof mit 10 Bussteigen gesetzt habe. Oh, hier so oben Mods da jetzt, das ist klar. Finde ich super. Kann man nur sagen. Toll, dass man dann pro Linie jeweils immer einen Bussteig anwählen kann. Das wird auf jeden Fall kommen. Das werde ich auch dann noch passend machen, falls da noch Probleme gibt in der Beta. Und dann kann ich auch jetzt passend dazu was sagen, als ob ich es auch mehr oder weniger gewusst habe. Ich hatte mir damals schon überlegt, hier eine Haltestelle und hier eine Haltestelle zu machen. Beziehungsweise hier und hier. Jetzt, wo ich weiß, dass ihr die einzelnen Bussteige anwählen könnt, mit dem nächsten kommenden Patch, wird diese Station höchstwahrscheinlich einen Zwilling bekommen, wo dann jeweils nochmal eine Station dazukommt pro Seite. Das heißt, dass ihr hier zwei Bussteige habt und hier auch zwei Bussteige. Und das bleibt in der Mitte. Zurzeit habe ich immer noch Probleme, da die Niederflur Sachen zu machen. Ich hoffe mal, das kriege ich noch hin. Das wäre dazu. Dann gehen wir mal wieder hier hin. Und gucken wir weiter. Konsistente Spielobjekte wie Personenwagen beim Umbauten der Infrastruktur. Die Möglichkeit. Manuelle Wahl des Terminals. Konsistente Spielobjekte. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Jetzt wirklich. Aber ich finde auch toll, dass die Schiffe jetzt mehrere Gütertypen gleichzeitig laden können. Also nicht nur eine. Und dass es die neue Fahrplanoption nur ausladen gibt. Das ist auch toll. Vor allen Dingen, wenn man die Warenflüsse mehr oder detailreicher dirigieren will, ist das doch gut, wenn man dem LKW, der ja mehrere Waren oder unterschiedliche Waren laden kann, dann nur sagen kann, na, an der Station bitte nur ausladen und keine Nahrungsmittel oder Güter oder sonst was mitnehmen. Finde ich auch toll. Für Tunnel werden nun Löcher in die Landschaft geschnitten, damit man auch hindurch sehen kann. Da weiß ich auch noch nicht, was ich darunter verstehen soll. Ich hoffe, dass es dann unten rechts irgendeinen extra Button gibt, wenn man dann draufklickt, dass man dann die, ja, so einen Graben sieht, dass man dann nur noch die untersten Ebenen, die man mit den Strecken gebaut hat, sieht.
beziehungsweise offen sieht, dass die Oberfläche dann nicht mehr da ist. Aber lassen wir uns überraschen. Ja, Abrisstool fragt jetzt nochmal nach einer extra Bestätigung bei großen Strukturen, ob man die wirklich entfernen will. Finde ich auch gut. Ob man die wirklich wegmachen will, weil manchmal kommt man doch auf das X drauf und dann ist es weg, obwohl man das gar nicht haben wollte. Finde ich auch gut. Viele zusätzliche Verbesserungen und Fehlerbeseitigung, das ist, ja, da können wir uns nur überraschen lassen, was damit gemeint ist. Und neue Modding-Möglichkeiten. Ich hoffe mal, dass wir jetzt wirklich bei allen Sachen alles modden können, wie zum Beispiel Assets. Sounds hinzufügen oder Bahnübergängen Sounds hinzufügen. Dass man sagt, wenn Schranke runtergeht, spiel den Sound so und so ab. Und das hoffe ich, dass damit gemeint ist. Da bin ich auch gespannt. Bei meinen Bahnübergängen ist das ja schon integriert. Also die Sounddatei ist schon da. Ich müsste es eigentlich nur noch skripten, wenn es möglich ist. Und ja. Da lasse ich mich auch mal überraschen. Und ja, jeder kann am Beta-Test teilnehmen. Am 21. Juni beginnt er. Und ihr könnt es dann im Testing-Version-Absatz im Wiki gucken. Na, ihr braucht nur auf die Internetseite zu gehen, dann hier draufklicken und dann wisst ihr, wie ihr das machen müsst. Und die offizielle Veröffentlichung ist dann im Juli. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Wird natürlich auch fleißig testen, wenn der Beta-Test startet und euch sofort Rückmeldung geben, ob das alles so funktioniert, auch mit meinen Stationen. Und das heißt ja auch mit der einen Station, da können wir hier nochmal zurück, dass ich hier noch ein bisschen mehr skripten muss, dass dann noch eine zusätzliche Station jeweils auf der einen Seite hinkommt. Das war's in Kürze. Das wollte ich euch nur sagen. Das dürfte für viele interessant sein. Und hier unten steht auch nochmal, die Verbesserung der Performance steht auch noch auf unserer Liste der To-Dos. Das heißt, dass vielleicht jetzt bei dem Gameplay-Patch nicht unbedingt eine bessere Performance zu erwarten ist, sondern dass die wohl im Nachhinein noch kommt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs, ja, Zuschauen, Zuhören und würde dann sagen, bis dahin und ciao.